Mr. Delanois. Miss Zane. Na, was geht's? Sie hat angerufen. Tja. Dann haben sie nochmal angerufen. Tja. Ich rufe selten an. Ja. Abgott wird gestern suspendiert. Was? Abgott wird gestern suspendiert. Kommt der Chief heute? Wissen Sie ich das? Ich habe keine Ahnung. Aber ich muss den Bundesrichter anrufen, ich weiß es nicht. Okay, Mr. Delanois, was ist passiert? Was passiert? Ich meine, gestern auch in der Verhandlung. Ja. Und Sie haben ja ein bisschen was mitgekriegt, was Herr Ferguson da sagte, ne? Welcher jetzt? Ja, der Officer Ferguson. Ja? Der dann einfach reinkam und die Verhandlung störte, um zu sagen, dass da unten maskierte Leute versuchen einzubrechen. Ja. Während der Verhandlung kriege ich einen Anruf von der Sicherheit unten, dass die Mr. Cordwell einpacken wollen. Ja. Soweit bis dahin so nichts Neues, erstmal, genau. Ne? Ja. Soweit so erstmal spektakulär. Ja, nichts Neues, ne? Also spektakulär würde ich das jetzt nicht nennen. Ne? Zur gleichen Zeit. Im Diamonds Casino bei meiner Familie sitzt da eine Frau. Ja. Ich habe die kurz gesehen. Stellte sich vor, ich bin die Schwester von dem Mitarbeiter hier. Wie geht's Ihnen? Bla 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 bla. Hörte sie davon, dass dass DOJ stürmen wollten, während der Richter von Coldwell einpacken wollten. Ja. Auf einmal erzählt die meiner Familie. Ja, ich bin übrigens die Freundin von Mr. Cordwell. Wir sind seit 2 Tagen zusammen. Und ich glaube, das hat mit mir zu tun. Sie erzählte mir, dass sie, beziehungsweise nicht mir, sondern meiner Familie, dass sie Prospect ist, dazu viele Sachen weiß, dass sie jagt wird, dass sie ein Bloodout hatte. Was? Die Bloodout? Dass Mr. Cordwell alles weiß. Ist scheiß Kriminell. Steht auf. Das ist scheiß Kriminell. Ich bin noch nicht fertig. Ja. Erzählte, dass Mr. Cordwell alles weiß, meine Familie total in Panik, weiß nicht, was sie machen soll. Wie, was? Er weiß alles. Wieso weiß er alles und wir wissen nichts davon? Ja, das ist eine... Mr. Delanois, warum wissen wir nichts davon? Das ist eine sehr berechtigte Frage, oder? Was für ein MC? Tatsächlich der Lost MC. Also ich habe gehört, dass es gar nichts gibt, aber Straftaten hat er jetzt erstmal nicht begangen. Allerdings, ja, ist ja auch erstmal egal. Dann... Oh Gott, mir ist schlecht. Hat meine Familie das Einzige gemacht, was sie können. Die haben erstmal rumtelefoniert in der Familie, wer kann helfen. Das Einzige, dann haben die meinen Bruder erreicht, den Staatsanwalt Delanois. Ja, den Staatsanwalt, hat gesagt, ja, dann müssen wir sofort die Polizei einschalten. Ja. Wir können doch nicht für die Sicherheit der Frau sorgen. Ja. Ne? Also er hat das einzig Richtige eigentlich gemacht. Ja. Hat dann Mr. Rocket angerufen. Mr. Rocket kam dann vorbei mit der Detective Unit, hat die Frau eingepackt. Ja. Dort erzählte sie von irgendwelchen Drogenrouten, von irgendwelchen Waffengeschäften, Waffenteilen. Warum weiß ich nichts davon? Mr. Cordwell von alles weiß und Mr. Rocket ruft mich dann wutentbrannt an, warum ein Richter solche Informationen nicht teilt. Das frage ich aber auch gerade. Ich weiß es von nichts. Sie glauben gar nicht, was ich Mr. Cordwell für einen Einlauf. Sie haben mich noch nie schreien hören, glaube ich. Mr. Delano? Sie haben mich noch nie schreien hören, oder? Nein. Ich habe ihn angeschrien. Und dann fing er an, wie Mr. Cordwell ist es. Er sitzt schon im Haufen Scheiße drin und fängt dann noch an zu paddeln. Wissen Sie, wie das gespritzt hat? Ja, Sie haben sich gut gewaschen heute, wenn er so gespritzt hat. Mr. Delanois, was passiert hier? Was macht der? Da bin ich mit Rocket zusammen zu den Detectives und dieser besagten Dame gefahren. Dann sagte er, ja, ich wusste, erst sagte er, ja, ich weiß, dass sie da im MC ist, aber der hat ja gar nichts gemacht. Und dann wusste er auf einmal nicht mehr, dass sie im MC war und dann weiß er doch wieder, dass sie im MC war. MC, der nichts macht, oder was? Ja, na klar, er kennt sie nicht, die guten alten MCs, die nichts machen. Genau, und dann seine Freundin halt zum Bloodout bringt, die sich dann noch versucht, in meiner Familie einzuschleichen. Ist auch noch sein Bloodout, also quasi, oh mein Gott, was ist das? Keine Ahnung. Oh mein Gott! Oh nein! Ja. Lass mich einfach liegen.
Ja. Lass mich einfach liegen. Ja, und dann habe ich das Einzige, was... Also ich hab dann nachgedacht. Ja. Frau Petersen hat auch mitgedacht. Die ist ja immer früh im Bett, ne? Aber ich sag Ihnen, das wurde gestern Abend sehr spät. Ja. Und dann habe ich erstmal gedacht, ja, ich kann das jetzt nicht entscheiden. Ich kann den jetzt nicht im Amt lassen. Wenn die den jetzt einpacken und keine Ahnung, ich habe den erstmal suspendiert, ne? Also ich sag's ihm, wie es ist. Elena schießt ihn. Glauben Sie mir, mein Holster war auch schon entsichert. Das Holster war entsichert, oder? Sehr schön. Ja. Also eigentlich warte ich auf Mr. Kenneth hier gerade vor der Tür. Ich muss kurz nochmal durchriefen. Ja, machen Sie das. Ich muss mich kurz ein bisschen abreagieren. Vielleicht nicht bei Mr. Kenneth. Was soll ich nicht tun? Nee, aber... Also, ich bin... Ja, nee, Ja, genau. Bin maximal verwirrt. Mr. Kenneth, Zane hier. Ich habe eine Frage. Mir wurde mitgeteilt von Ihren Mitarbeitern, dass Sie auf dem Weg zum DOJ sind. Stimmt das? Ich brauche da gar nicht hin, glaube ich. Weil da ging es, glaube ich, nur um den Marshall Service, ne? Ja, genau. Ja, die sind doch gar nicht abgeschlossen bei Ihnen. Die vor dem Gerichtsgebäude, doch, ja, doch, klar. Von dem Kleinen? Nee, von dem Großen. Und das Büro von den Marshalls ist im Gerichtsgebäude, in dem Großen. Das Büro, ja, aber der Stempelpunkt. Ach so, die ist ja in dem anderen. Da ist die Tür zur Küche hin, die kann man tatsächlich abschließen und die ist meistens abgeschlossen bei uns. Damit keiner hinter den Tresen kommt. Ja, aber die Stempeluhr ist links in dem Büro. Wenn man vorne reinkommt, links das erste. Ach so. Ja, und die Tür ist ja offen. Das ist ja diese Glastür von dem Büro. Good. Ja, die ist auch abschließbar, aber dann müssen wir die halt offen lassen, dann ist das so. Obwohl, ja gut, okay, das Büro, ja, das ist in dem großen Gebäude, ja. Gucke ich mir mal an später, dann im Notfall kriegen die einen Zugriff für den Hintereingang oder so, keine Ahnung. Okay. Mr. Kenneth, deswegen rufe ich tatsächlich gar nicht an, ich wollte nur wissen, ob Sie noch vorbeikommen. Und zwar bin ich der neue District Attorney, da Mr. Hawkins leider gesundheitlich für lange Zeit und wahrscheinlich auch für die nächste Zeit ausfallen wird. Jetzt geht es um diese Umhängemarken und diese Schutzwesten und so weiter. Die hatte Mr. Hawkins verwaltet und jetzt hat natürlich keiner mehr Zugriff darauf. Und wir haben natürlich neue Mitarbeiter. Wie wir das jetzt machen? Für Männer oder für Frauen? Beides. Also nicht viele für Frauen. Ich sage Ihnen, es gibt nicht viele Bewerberinnen fürs DOJ, die weiblich sind, aber für Männer. Ja. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, muss ich bestellen. Kann sein, dass die da morgen da sind. Ne? Ja, perfekt, Mr. Kenneth. Vielen Dank. Alles klar, danke. Bis dann. Tschüss. Das ist toll. Das war easy. Oh mein Gott, aber er wusste... Oh, warum erzählt er denn nichts? Wenn er es erzählt hätte... Oh, warum erzählt er nichts? Erzähl es doch. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, Aiden. Wir haben genau die gleiche Geschichte quasi, Aiden, aber ich hab's erzählt. Und zwar sofort. Mit dem nächsten Abendzug. Das ist der Unterschied, Aiden. Warum hast du nichts erzählt? Das ist ja dumm. Oh Gott, das ist ja dumm. Dummerlon, es gibt quasi keine weiblichen Bewerberinnen außer Frau Petersen in letzter Zeit. Und ich bin nicht Richter. Ja. Genau, er erzählt so viel über seine Frauen, aber das erzählt er nicht. Oh mein Gott, Aiden, warum hast du nichts gesagt? Gerade einfach mir sagen. Nisa, hallöchen. Gerade einfach mir, einfach sagen. Oh Gott. Das ist der Unterschied übrigens zwischen, man ist definitiv nicht korrupt und es könnte sein, dass man eventuell vielleicht in gewissen Umständen korrupt ist. Der Zeitpunkt, wo du mal was sagst. Ellen verbietet Wetten. Ellen verbietet ab jetzt einfach, dass wir irgendwelche Beziehungen haben. Ja. Einfach so pauschal, weil es könnte ein Krimineller sein. Ah, Gottchen. Ja, Henno, ich glaube, du musst jetzt nicht anfangen mit Sachen, die irgendwie fragwürdig sind, ja? Mister, ich kauf mich raus. Beziehungen ab jetzt nur noch unter Kollegen, genau. Beziehungen ab jetzt nur noch unter Kollegen, finde ich gut. Oh, ja, dann wird es Owen, wa? Sei froh, dass sie nicht... Stimmt, Henno, du hast jetzt hier voll den Pfeifer-Schein, dadurch, dass du Mod bist, ja? Kannst nicht getimedet werden.
Ah. Was für eine Geschichte. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh Gott, die kam unerwartet. Bin verwirrt. Der hat schon ein paar prominente Tattoos im Gesicht, möchte ich sagen. Ich glaube, das ist nicht Karl Wagner. Das ist eine Dame, die vor uns steht. So. Richtig, ihr glaub, beiden kommt jetzt auch mal mit mir mit. Ich glaube, Zane heißt die. Mitch, was hast du jetzt schon wieder angestellt? So, also, um die... gar nichts, nee. Also, nur für euch zur Info. Die Umhängeausweise und die Schutzmasken... Schutzmasken kümmere ich mich drum. Kriege ich wahrscheinlich morgen. Okay. Für euch zur Info, ich hatte halt gerade ein Gespräch mit Mr. Kenneth, deswegen hat er mir das jetzt mitgeteilt, wegen eurer Stempeluhr da und so. Ja. Eure Stempeluhr ist irgendwie in unserem PO, hinter dem... im ersten Büro oder so? Ja, im Gerichtssaal. Deine. Im Gerichtssaal? Ja, das ist das... Ach so, PO, oder hat der DOJ gesagt? Er hat PO gesagt. Ist aber nicht. Er hat gesagt, im ersten Büro auf der linken Seite, da könnt ihr euch einstempeln. Und er meinte halt dann, ja, da muss er ja nicht vorbeikommen, weil die Türen zum PO sind ja offen. Da meinte ich, naja, aber die Bürotür wiederum, die ist abschließbar. Und dann habe ich halt noch erwähnt, dass euer Büro ja im Gerichtsgebäude ist. Und da komme ich nicht rein. Und da kommt ihr nicht rein. Da meinte er, ja, da überlegt er sich noch was, ob er dann vielleicht über den Hintereingang irgendwie Zugang kriegt oder sowas. Aktuell betrifft es ja eh nur Victor, weil er als nächste Versuchsperson umgewechselt wurde. Ja, kann aber halt da. Noch keinen einstellen, etc. Da versucht er ja noch und ja, das mit dem Büro weiß ich jetzt nicht, was er da. Ja, also er meinte, er kommt da dran, ne? Also wenn es ums Büro geht. Oh, hey. Ja, was geht's? Denkst du unbegeistert, wenn ich anrufe? Nee, das liegt nicht an dir, glaub mir. Okay. Ich hab den Auftrag, dich zu beglückwünschen. Du hast den Auftrag, mich zu beglückwünschen? Ja, zum DA. Ach so, ja, ja, ach scheiße, ja, ich muss dann noch irgendwie so ein Interview durchführen und so, ne? Ja, ja. Ja, toll. Wann wollen wir das machen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab da tatsächlich einen neuen, der kann dann das Interview durchführen. Das ist ein bisschen toll. Der Abschlusstest, dass der bei uns dann auch voll in die Redaktion mit aufgenommen wird. Ja, ist doch perfekt, ist doch toll, ja, toll. Ja, ich freu mich, ja. Nicht wahr, nicht wahr. Ja, dann, doch. Melde ich mich dann auf jeden Fall bei dir. Ja, ja, toll, toll. Ich hab gehört, Coldwell hat das einen schönen Befehlston drauf. Das gibt ein Interview mit der DA. So. Ich sag, okay. Ja, ist doch gut. Der Coldwell ist ja auch unser Pressesprecher, ne? Da muss er ja mal ein bisschen ranklotzen. Ich bin jetzt schon ewig lange DA und keiner weiß es. Weißt du, beim Chief Justice gab es am gleichen Tag noch eine Pressemitteilung. Ja, wir waren jetzt halt 4 Tage im Urlaub. Nein, nein. Es gab von uns eine Pressemitteilung am gleichen Tag. Ach so. Ja. Ach so, DA okay, wechselt natürlich. Und Coldwell so, interessiert mich nicht. Ja. Also sind wir mal ganz ehrlich, ne? Gerade so in letzter Zeit, wie oft der DA und der stellvertretende DA gewechselt haben. Ne? Entschuldigung? Der DA hat nur ein einziges Mal gewechselt? Was ist denn mit Hawkins? Krank. Krank? Oh, ja. Tut mir leid zu hören. Ja. Aber ja, Interview können wir auf jeden Fall machen, ist ja gar kein Problem. Mhm. Ne? Und mal schauen. Ich melde mich auf jeden Fall. Alles klar. Ich wollte nur mal erstmal beglückwünschen und ja, dann Dankeschön. Fragen, ob du heute Zeit für das Interview hast. 20 Uhr habe ich schon was vor und 22 Uhr habe ich auch schon was vor. Musst du gucken, wo du reinpasst, ne, Joseph? Ja, ich quetsche mich irgendwo dazwischen. Großartig. Ich stehe dann einfach mit einer Meute von Reportern bei dir, weißt du? Dann toll. Entweder Paparazzi, Gewitter oder ja, toll. Interview. Ja, toll. Ne? Ja, kennst toll. Mich doch. Ja, ich freue mich, ja, echt. Ja, wunderbar. Ja. Sehr schön. Ciao, Joseph. Freue mich, dass du dich freust. Ja, ja. Bis dann, ciao. Ciao. Ja, noch lacht er. Hallo? Achso, ja, hi, du hattest angerufen. Sag du mich gestern Abend noch versucht, das anzurufen. Mich? Ja. Glaube ich, irgendjemand. Ach, nee, ja, stimmt, das war wegen dieser Gerichtsverhandlung, weil Nakamura nicht erreichbar war. Und dann meinte ich, naja, was kann ja jeder von Bullhead machen? Dann habe ich versucht, dich zu erreichen. Okay, welche Gerichtsverhandlung? Gegen Willi Kempel und so. Ach so.
Ja. Ja, Nebenklage. Die von gestern? Ja. Da war eine Nebenklage? Ja. Er durfte dann aber nicht. Weiß ich gar nichts. Weil das zu kurz, also ich hab's halt nicht erfahren vorher und ja, gut, okay. So weiter. Also ihr macht dann Zivilprozess nochmal. Ja, okay. Ja, alles klar. Jo. Ciao. Okay, gut. Danke. Rains hat er noch angerufen. Hallo, Miss Lane. Mr. Rains, Sie haben angerufen. Ja, ich hatte Ihnen 2 SMS geschickt. Oh, ja, das kam mir noch nicht dazu. Ich bin quasi durchgehend am Telefonieren, wie Sie festgestellt haben. Ja, gefühlt. Mhm. Kenne ich. Ja. Ja, gerade Glück, dass ich nicht telefoniere. Das passiert nämlich auch eigentlich so die ersten 3 Stunden während meines Dienstes. Ja, ja, kenne ich, ja. Ist der Fischer noch bei Ihnen? Also, achso, ja, die SMS, die habe ich tatsächlich gelesen. Auf Papier ja, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob der sich abgemeldet hat für eine längere Zeit. Ich weiß, dass er sich zwischendurch mal für eine kürzere Zeit abgemeldet hat, aber ja, der war schon länger nicht da, das ist richtig. Ja, weil der hat da diese Akte übernommen von der Melody von Richmond, dann standen sie ja auch mit vom PD. Ja. Wo der Stefano die niedergeschlagen hat. Schon ein bisschen länger her. Ja, das ist tatsächlich echt schon lange her, ja. Und, Ach nee, da habe ich, glaube ich, einfach gefragt, wer war das und so, ne? Und, ja, genau. Ich habe die Akte gemacht und bla bla ja, bla. Ja, bla. Ja. Und, ja, ich erinnere mich, ja. Ich hatte in der Akte sofort vermerkt, dass sie eine Anzeige erstatten will. Mhm. Und er hat halt dann sie nochmal per SMS gefragt, ob sie eine Anzeige erstatten will. Ja. Und deswegen ist die Akte nicht vorangekommen. Ja. Aber hatten Sie es reingeschrieben? In die Akte? Ist die Anzeige schon? Ja, ich hab's, ich hab's eine Stunde oder 2 später, nachdem ich die Akte fertig hatte, habe ich eine Ergänzung reingeschrieben, dass sie eine Anzeige erstatten will. Ja, okay, dann verstehe ich es aber nicht. Nee, die Akte erst 2 Tage später übernommen. Ich glaube, 25.09. war Aktenerstellung von mir. 27.09. hat er die Akte bearbeitet. Mhm, okay. Ja, und ich guck mal drüber. Ja. Hatte ich Ihnen noch eine Akte geschickt, da war ein Strafbefehl schon erteilt. Mhm. Und die war noch nicht auch verurteilt. Ja, ist die Frage, steht da ein Strafbefehl einfach nur so drunter oder steht da drunter, der ist auch versendet? Weil aktuell das... Per SMS, ja. Ah, okay, weil unsere Staatsanwälte aktuell so ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber die machen ihre Notizen quasi, ne, zu den möglichen Tatbeständen, machen die jetzt auch in dieses DOJ-Feld, dann sieht das manchmal aus wie ein Strafbefehl, der wurde aber nicht verschickt und deswegen ist die Akte noch... Ja, aber wenn da schon steht, ist versendet, dann ist sie natürlich zu, ja. Ich meine, da stand per SMS verschickt, genau. Ja. Mir geht's nicht darum, dass irgendwie... Ich habe halt mal so durch meine Akten geguckt. Das sind halt alles Akten, die ich erstellt habe. Ja. Und ich habe da unten halt eine rote 4 und das mag ich nicht. Verstehe. Verstehe. Ja, deswegen. Das ging da nicht voran, weil das ist jetzt auch schon fast 4 Wochen her. Und wenn das nicht verurteilt wird, dann verjährt's, ne? Naja, aber wenn das Strafbefehl verschickt ist, dann ist es ja nur eine Formsache und keine echte Verjährung, ne? Gut. Das war Manning auf jeden Fall in dem Fall. Ja, okay, alles klar. Jo, weiß ich Bescheid. Existiert aber noch, ja? Nee. Er hat gekündigt. Ach, schön. Ja. Ja, super. Ja, läuft gut bei uns, Mr. Rains. Ja, ciao. Ja, bei uns. Tschüss. Es war ja eine Akte für Melody, das war nicht gegen. Guck mal, jetzt hat er quasi. Ich finde das eigentlich ganz gut. Jetzt hat ja Delanoir quasi das durch, was wir mit Valentini durch hatten, ja? Dieses. Willst du mich jetzt komplett verarschen, oder? Du willst mich jetzt wirklich einfach komplett tutu verarschen. Polizist. Machen wir doch erstmal das für Reigns, damit er seine rote 4 da verliert. 6-3-4-5-4. 6-3-4-5-4. Ach, das war dieses Strafmaß, was zu niedrig ist. Ja gut, die kann ich jetzt nicht zumachen. 65517.
Date mit Pinsel, dann wurde Pinsel von Laser und Stefano aus dem Auto geworfen und dann Fahrt zum Pilot wurde Miss Jensen niedergeschlagen. Wie so eine typische Laser-Aussage. Frau Melody von Richmond ist freiwillig eingestiegen. Bei einem Date mit Pinsel wollte sie seine Männlichkeit testen. Dieser ist allerdings weinend weggelaufen. Frau von Richmond hat zeitweise selbst das PKW bewegt und war jederzeit in der Lage, das Auto sowie das Umfeld zu verlassen. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube Johnny in dem Fall. Dann haben die mich entführt und wollten mich nach Dortmund bringen. Dann bin ich gefahren, das gibt sie sogar zu, und habe vor dem PD gehalten, um die auszuliefern. Dann bin ich ausgestiegen und Stefano hat mich geschlagen. Auch wobei, wenn die dann direkt anfangen, ne, auf sie einzuschlagen, wegzurennen. Ja, wenn sie selber gefahren ist und selber noch entscheiden konnte, wo sie hinfährt, nämlich zum PD, bin ganz ehrlich, dann sehe ich die Freiheitsberaubung nicht wirklich. Nötigung definitiv, ja. Nötigung, ja, weil sie ins Auto einsteigen sollte und so. Aber wenn sie selber gefahren ist und selber entscheiden durfte, wo sie hinfahren darf, das ist keine Freiheitsberaubung. Das heißt, ich glaube, beides stimmt so ein bisschen. Ist da so halb freiwillig eingestiegen, aber niedergeschlagen wurde sie halt trotzdem, ne? Was willst du machen? So. Das wäre eine Nötigung. Und die einfache Körperverletzung. Ne, schwere Körperverletzung, sie ist zu Boden gegangen. Stefano hatte ja noch eine weiße Weste. Können wir nicht so viel nehmen. AV10, sagen sie mir direkt. Was will das geben? Eine geilste Name. Ja, na klar. Scott, warum nicht? Ah, sorry, ich war zu leise, glaube ich. Ja, na klar, Scott, warum nicht? Ja, ich mag eh geilste Namen. Also, ich hoffe, das meinen sie nicht so, wie sie es gerade gesagt haben. Ja, nee, ich meine so in Serien und so. Ist immer gut zum Angucken. Wissen sie? Spannend, sagen sie, ja. Ja, ja. Jetzt habe ich. Das passiert mir jedes Mal, wenn ich niesen muss. Ich mute mich, habe halt den Knopf, den Finger noch so auf der Mute-Taste drauf, damit ich mich halt danach direkt wieder entmuten kann. Nicht, dass ich es wieder vergesse. Und während ich quasi niese, das mache ich immer mit vollem Körpereinsatz, dieses Niesen, ja. Und dabei komme ich dann immer wieder auf die Mute-Taste und entmute mich extra in dem Moment, wo das Niesen am lautesten ist. Das ist wirklich hervorragend. Das ist sehr gut. Also, wir stehen hier eigentlich drin als Haupttäter. Stefano Alfonso. Okay. Eine Frage, das ganz kurz. Hier steht jetzt Aussage: PD50 ist Maxwell aussehend. Soll ich den dann einfach mal anrufen? Ja. Und ja. Genau. Okay. Ja.
Unseren Laser werden sich freuen, dass sie wieder Strafbefehle von mir bekommen. Ich muss jetzt zum PD, aber wegen der Nummer. Hm? Wie beweise ich da, dass ich da vom DOJ bin? Du hast einen Dienstausweis bekommen. Ach, hab ich's? Okay, perfekt. Ja, ja, genau. Perfekt. Morgen ungefähr kriegen wir die neuen Umlegemarken. Ja. Okay, perfekt. Ich wandere jetzt. Die hier. So, jetzt muss ich kurz wieder die 10 machen. Was ist dein Körper nicht under control? Ist Baking Bread eigentlich veröffentlicht? Ich weiß es gar nicht, Cookie. Ich habe ja keine Zeit, wie du siehst, für sowas. Da klingelt direkt wieder das Telefon, wenn ich das sage. Oh. Ja, ist Bruno. Hallo, wie geht's dir? Ja, gut soweit und so? Ja, auch soweit. Ich habe gesehen, du hast mich gestern Abend versucht, noch anzurufen. Ja, ist die gleiche Geschichte wie bei Seamus. Nakamura war irgendwie nicht erreichbar wegen der Nebenklage und da meinte ich, ja, kann ja irgendjemand das Bullhead machen und ihr wart ja sowieso da, also von daher. Natürlich. Nakamura? Ja. Nebenklage, gestern. Okay. Weiß ich jetzt gar nicht, wessen Fall war das denn? Ja, du saßt doch drin. Du warst Zuschauer. Achso, ich stehe jetzt komplett auf dem Schlauch. Gestern war eine Verhandlung. Ja, die hast du dir angeschaut. Ja, genau. Genau. Nakamura, also Bullhead, war da Nebenklage. Echt, wir waren Nebenklage? Ja, wurde aber nicht zugelassen. Ach so, guck mal, das wusste ich gar nicht. Ah, ja, das ist die Info, genau. Die mir fehlt. Hallo da. Ja, war vielleicht der Fall von Nate oder so. Da bin ich halt nicht in alles eingeweiht. Ja, keine Ahnung. Ja, ob sich der von Nakamura. Der ja, weiß ich nicht. Naja, muss ich mich mal informieren sehen. Ja. Hallo da, nur aber dann... Danke für den Anruf. Ja, gerne. Danke für den Rückruf. Ja, wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Ja, was geht ab? Na, ja, der Living Starts am Wetten. Na, Chat? Alles klar. Na, Chat? Alles klar. Ja, na, Chat? Ja, alles klar, jetzt frag ich dich. Ja, was soll jetzt sein? Ja, nichts, wenn du sagst, na, Chat. Natchet? Ja. Alles klar. Jo, ich sitze gerne in deinem Büro und alle ja, Büros hier. Na klar. Und hast du viel zu tun? Definitiv ja. Du kannst gerne helfen, wenn du möchtest, ne? Jo, ich habe keine Zeit. Na, schade eigentlich. Was willst du? Was? Nichts. Für was brauchst du Hilfe? Ja, alles gut. Bei der Staatsanwaltsarbeit. Ja, warum sagst du, dass ich helfen soll? Weißt du, ich dachte, ich schau... Bei der Frau selten mal wieder vorbei, die was so einen guten Autogeschmack hat. Mhm. Jo, das ist gar nicht ernst. Na klar. Ja, natürlich. Ja, und wie viele Leute hast du schon verhaftet? Musst du dich konzentrieren? Naja, ich verhafte dich nicht, Chad. Ja, und wie viele Leute hast du eingebucht? Ich hab gehört, gestern war Verfahrensfehler. Ja, war aber zum Glück nicht meiner, von daher alles gut. Ja, ist alles gut. Wer war denn das? Der Typ da links? Nee, noch also, ehemals Codewell als Staatsanwalt. War ewig her schon die Akte. Ja, und jetzt ist er Richter. Verdient, oder? Verdient. Ja. Nee, ja, Gott sei Dank kein Staatsanwalt mehr. Dann können wir absägen. Nee. Ja, natürlich. Datest du eigentlich immer noch alle Frauen, die er da hatte? Was? Ob du immer noch alle Frauen von ihm datest? Jo, ich habe keine einzige Frau von ihm gedatet. Warum erzählt er das immer? Ja, weil der ein einfachsüchtiges Arschloch ist. Ja, verstehe. Alles gut. Hast du ihn gerade Arschloch genannt? Ja, habe ich. Ah. Oh. Du hast verstehe gesagt. Das ist richtig, ja.
Also du weißt, was ich meine. Ah, schön hier. Ja, und ja? Also zumindest ist die Klimaanlage gut, ne? Ja, ja, doch, ja. Ja, doch, ja. Konzentriert, oder? Ja. Ich mach jetzt ja keinen Verfahrensfehler. Das war nicht meiner. Und wie hat er sich dafür rechtgefertigt? Ja, muss er ja nicht. Verfahrensfehler wird eingestellt, da muss man sich nicht rechtfertigen. Ja, was geht ab, Jesus? Passiert einfach. Scott, ich glaube, du bist gemeint. Hallos. Oh, hallos. Oh, ich kenne dich noch gar nicht. Wer bist denn du? Ich bin Scott Sinister, Staatsanwalt und Apache nebenbei noch. Ah. Apache? Das wusste ich noch gar nicht. Guck mal. Ja, gucken Sie mich so an. Oh, Apache. Apache bleibt gleich. Brumm, brumm. Ja, ich bin Chad. Der schönste Mann ist San Andreas. Ja, und der Geschäftsführer von Southside Customs. Ah, und ja, bester stark. Freund von Prinz Percival, Adeline, Olivier Delanois. Adeline auch? Ja, er heißt ja Adeline. Ich wusste gar nicht. Ah. Aber ach so, ich sag's mal jetzt Frau Zane, Delanois kenne ich nicht, weißt du das? Ein Richter. Ja, das ist ein Richter. Ach so. Ja. Was denn, kennst du nicht? Nö, ich kenne die Hälfte nicht, ich vergesse die Namen immer. Ja, okay. Ich hab's mit Namen nicht so. Natürlich. Außer bei der Frau Zahne. Ja. Er spricht den Namen auch perfekt aus. Da finde ich auch Zahne. Ja, ich bin für meine Aussprache bekannt. Ja, glaub ich dir. Aber nicht so beliebt irgendwie. Ah, ist vollkommen okay. Und wie viele Verfahrensfehler hast du schon gemacht? Boah, keiner, noch nicht so viele. Gar keinen. Hab ich noch gar keinen. Ja, auch noch immer einer weniger gehabt als der Coldwell. Wow. Links, Frau Zane, müsste ich, wenn der ja Mann nicht da ist, soll ich die Nummer dann einfach bei Ausdehnen dazu schreiben? Die Nummer von dem? Nö, da musst du dich dranhängen, ne? Boah, aber wenn ich es mir jetzt nicht merken will, kann ich die für mich so daneben schreiben? Du kannst sie einfach in dein Telefon einspeichern. Boah, ja, okay. Also du kannst sie da natürlich auch reinschreiben, aber dann, ja, nö, eigentlich spricht er nichts gegen. Ja, wobei, dann hat sie im Zweifel einen Anwalt, ne? Eigentlich ist das nicht so gut. Ja, ist nicht so gut. Man will den Leuten da kein Ding geben, ne? Ja, was geht, Mann? Ey, quasi, jetzt willst du verraten, wo jemand wohnt. Was? Ja, schon, ja, schon. Aber der hat sich gerade entschuldigt, dass er uns beim Gespräch gestört hat. Das ist ja nett von dem, ich hab's nicht gehört. Entschuldigung. Finde ich gut, der marschiert einfach ein Essen, das kenne ich auch noch nicht. Weiß gar nicht, ich kann's nicht sehen, ich gucke die ganze Zeit gebannt auf den Bildschirm. Oh, der hat so einen Man-Bun. Ja, dann ist das Tour. Tour Halapolita. In Suicide Cuts. Ja, das ist Tour. Und ein Hawaii-Hemd an wahrscheinlich. Oh, ich bin Australier. Ich meine, er hat wahrscheinlich Hawaii-Hemd an. Ja, nee. Nee, hat er nicht, er trägt Hemd. Weiß Hemd. Also so ein cleanes Business. Ah, weil gut, dann hat er gestern eine. Erzählen, sind Sie eigentlich in der Gruppe? Ja, ich habe dir das doch schon mal gesagt. Ja, ich habe kein gutes Gedächtnis. Was für eine Gruppe ist das? Das ist übrigens schlecht als Staatsanwalt.